Ich euch alle meine Shorts. Ich habe ein paar Hosen davon online gekauft über Zalando. Da habe ich gerade schon gesehen, dass leider einige davon jetzt ausverkauft sind. Den Rest habe ich halt im Laden gekauft, unten in der Infobox verlinken. Starten wir jetzt mit dem Video. Starten wir mit den Sporthosen von Stradivarius. Die habe ich mir gleich zweimal gekauft. Die ist extrem elastisch, etwas länger. Also viele mögen ja auch diese sehr kurzen Sporthosen, aber ich persönlich mag die halt etwas weiter und die geht halt auch sehr weit über den Bauch. Ist halt Highway. Ist jetzt nicht der atmungsaktivste Stoff, aber für den Preis, Preis-Leistung ist top. Gute Verarbeitung, alles super. Falls dich interessiert, habe ich in der Größe M. Ich bin eigentlich gar nicht so die Shorts-Person. Das fühlen wahrscheinlich sehr viele. Aber irgendwie, dieses Jahr ist es ganz anders. Dann habe ich aber noch diese Adidas-Hose. Für unschlagbare 18 Euro. Ich liebe die Farbe wirklich extrem. Also ich liebe ja blau allgemein und auch noch an mir. Und ich finde die super. Also die hat wirklich, die ist wirklich geil. Ich liebe sie. Hier kann man die halt nochmal ein bisschen enger machen. Hier vorne haben wir das Adidas-Logo. Steht da nochmal was. Habe ich by the way in Größe L. Habe ich von H&M diese schwarze, ja, Jogging-Shorts, sagt man das? Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Bitte klärt mich auf in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst. Super wichtig, Taschen. Die brauchen wir nach wie vor, denn wenn es super warm ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich Lust habe, noch eine Tasche rumzuschleppen. Und deswegen sind Taschen immer mir super wichtig, wie die treuen ZuschauerInnen von mir wissen. Wow, jetzt habe ich mal gegendert. Ist auch sehr locker und sehr elastisch, aber die hat jetzt keinen Kordelzug hier vorne. Ich für 13 Euro ergattert in der Größe M. Weiße Klamotten und ich. Das ist eine Liebe für sich. Aber viele sind ja nicht so der Fan von weißen Sachen, vor allen Dingen von weißen Hosen, weil die ja immer dafür bekannt sind, durchsichtig zu sein. Sie ist natürlich durchsichtig, was erwartet man? Ist es eine Shorts, ist es ein dünner Stoff und ist es mir nach wie vor egal, dann, mein Gott, trage ich halt was drunter. Ich liebe den Schnitt, er steht mir so gut. Kordelzug vorne habe ich in der Größe M für unschlagbare 10 Euro. Ja, da kann man bei Preis-Leistung dann auch nicht unbedingt erwarten, dass es nicht durchsichtig ist. Dann wäre die Hose ja zweilagig und das wäre dann natürlich wieder teurer. Von daher, ja. Ich liebe die. Die ist etwas kürzer und dünner als die schwarze davor. Wenn natürlich wieder viele Flecken drauf kommen, ich werde versuchen, vorsichtig zu sein. Nun Kategorie Jeans-Shorts. Heute schon immer mal irgendwie so eine Cargo-Hose in kurz. Die ist beige, wie ihr sehen könnt, wirkt jetzt ein bisschen weiß in der Kamera, glaube ich. Die hat hier so Raffungen, was ich sehr cool finde. Hatte ich davor auch selten. Und die habe ich in der Größe M geholt. Hat natürlich auch wieder Taschen. Aber keine Hosentaschen, sondern nur vorne. Die Hose ist auch komplett aus Baumwolle. Die habe ich für 18 Euro bekommen. Finde ich auch Preis-Leistung super. Die hat einen sehr, sehr coolen Schnitt, muss ich sagen. Ich mag das Design einfach sehr. Ich mag nicht diese hellen Waschungen. Ich finde, das passt nicht so zu mir und von daher ist es relativ high-waist. Mit Hosentaschen selbstverständlich und auch vorne. Ich mag auch hier nochmal, dass man das umgedreht hat und ja, ich bin nämlich nicht mehr so ein Fan von Fransen. Die Zeit liegt hinter mir, irgendwie 2018 oder so, bei mir zumindest. Ist eine Basic Shorts, braucht man und kann man zu allem kombinieren. Die Hose hat 23 Euro gekostet, habe ich in der Größe L. Dann habe ich noch eine Hose von Vere Moda. Die habe ich auch in der Größe L. Die hat 25 Euro gekostet. Ist auch wieder eine blaue Jeans-Shorts, eine Basic-Hose. Aber ich dachte, zwei zu haben schadet nicht. Wenn die eine in der Wäsche ist, braucht man immer eine zweite. Die ist auch hier wieder umgedreht. Der Schnitt ist nur ein bisschen anders. Die liegt ein bisschen anders und ist ein bisschen weiter im Schritt. Aber das stört mich persönlich nicht. Natürlich auch wieder Hosentaschen. Die sind, glaube ich, etwas breiter. Finde die Qualität aber besser als von H&M. Das war's mit meinem Haul.
weitere Hauls könnt ihr mich gerne abonnieren. Schaut auf jeden Fall gerne bei meinem Insta vorbei. Poste ich, wie gesagt, täglich Reels und natürlich auch Beiträge und ja, gebe euch immer einen Mehrwert durch meine Videos. Ich poste auch regelmäßig Stories, wo ich euch kleine Abstimmungen machen lasse, damit wir so eine bessere Bindung aufbauen können. Und deswegen, ich habe euch alle lieb. Tschüss und bis zum nächsten Mal.